Wir sind heute nochmal aktuell bei der Abwasserhavarie hier vor Ort. Wollen wissen, wie denn der Stand der Dinge ist, haben wir uns drei Spezialisten hier ans Mikrofon geholt. Und die aktuellen Informationen sehen Sie jetzt. Stand Freitag, 10. Februar, 12 Uhr. Ja, wir stehen hier vor der großen Hannibal-Pumpe vom THW und unser großes Ziel heute ist es, dass wir unsere mobile Leitung wieder in den Griff kriegen. Ich denke, Herr Massi wird ein Stück weit was dazu erzählen, was das technisch bedeutet, was wir alles noch machen müssen. Und zu meiner rechten Seite habe ich Unterstützung des Landkreises hier, Herrn Ritter Kittelmann, die uns da beratend zur Seite stehen. Das Freudige und das Gute ist ja ganz klar, wir haben also Gott sei Dank keine Umweltkatastrophe hier herbeigefügt. Die ersten Ergebnisse der Probenahme sind da und wir konnten aufatmen. Und insofern wir heute diese Leitung in den Griff kriegen, werden wir auch die LKWs in den nächsten Tagen von der Straße bekommen und auch diese ganzen Umleitungen an der Weißeritzstraße wieder aufheben können. Vielleicht, Herr Massi, können Sie mal ein Stück weit was dazu erzählen, was hier technisch gemacht wird? Ja, also die technische Umsetzung hat hier das THW übernommen in der Form einer Hannibal-Pumpe. Das ist also eine Hochleistungspumpe mit rund 5000 Litern die Minute, die also hier gepumpt werden können. Sie sehen im Hintergrund vielleicht auch, die läuft gerade. Derzeit findet ein sogenannter Test statt, weil wir nicht genau wissen, das muss also noch eingeregelt werden, die Fließmenge und so weiter. Aber wir sind auf einem sehr guten Weg, weil selbst der Test jetzt schon zeigt, dass es tatsächlich funktioniert. Und ich möchte vielleicht an der Stelle auch noch sagen, hier sind also bis zu 30 THW-Helfer im Einsatz gewesen. Ähnlich wird es auch bei der Feuerwehr aussehen, das muss man mal genauso sagen. Und wir sind alle froh, dass, wie du schon gesagt hast, eine Umweltkatastrophe verhindert werden konnte. Aber das auch durch das Engagement ganz, ganz vieler ehrenamtlicher Helfer. Das wollte ich an dieser Stelle gerne noch mal gesagt haben. Und wenn ich jetzt vielleicht an Herrn Kittelmann übergeben darf, noch aus Sicht der Verwaltung, was ja der ganz große Oberbau ist und die Unterstützung, für die wir auch immer sehr dankbar sind. Stimmt's? Ja, aus Sicht der Landkreisverwaltung haben wir hier das Krisenmanagement von Frau Körner, was hervorragend aufgebaut war, entsprechend personell unterstützt und können aber auch hier jetzt feststellen, dass es eben nicht zu einem Umweltschaden im großen Ausmaß gekommen ist, was insbesondere im schnellen Reagieren der Stadtverwaltung gelegen hat, weil man ja bereits am Sonntag die Verwaltung hochgefahren hat und hier entsprechend reagiert hat, um alle Maßnahmen einzuleiten, gemeinsam mit der Feuerwehr und dem Technischen Hilfswerk, um diese Umweltkatastrophe zu verhindern. Die Wasserwerte, die aktuell vorliegen, machen da sehr gute Ergebnisse. Und jetzt drücken wir uns alle die Daumen, dass das Bauwerk, was das Technische Hilfswerk hier errichtet hat, entsprechend funktioniert und dann die Abwasserleitung entsprechend aufgemacht werden kann und man dann den Schaden entsprechend begutachten kann und dann auch zeitnah hoffentlich reparieren kann. Mein großer Dank wirklich an alle, die hier mitgemacht haben, seien es ehrenamtliche Helfer, freiwillige Helfer oder auch die, die wir natürlich zur Unterstützung hier rangeholt haben. Es sind bis von Berlin sind hier PKWs, LKWs gekommen, die uns hier unterstützen. Selbstverständlich herzlichen Dank auch an die Verwaltung, die jetzt eigentlich seit Samstag rund um die Uhr arbeiten. Vielen, vielen Dank. Eine große Bitte habe ich noch. Bitte umgehen Sie dieses Gebiet. Es ist eine Hochdruckleitung, die hier läuft. Wenn die an irgendeiner Stelle kaputt geht, wollen wir alle nicht daneben stehen. Die Polizei und unser Ordnungsamt ist hier aktiv und guckt, es laufen immer noch Leute durch und möchten Bilder machen. Ich denke, wir bringen genug Bilder, dass Sie das also sehen, was hier ist. Herzliche Bitte, gehen Sie bitte hier nicht vorbei. Diese Straße bleibt auch gesperrt, auch vorne, wo wir dieses Bibernest aufgebaut hatten. Dort haben wir ein Stück weit zurückgebaut, damit die Straßenarbeiten losgehen. Denn wir wollen natürlich in die Tiefe gucken, was ist dort mit unserem Rohr. Das sind jetzt die Aufgaben, wenn diese Leitung steht, die wir dann angehen können. Frau Körner, jetzt wäre vielleicht noch die Zeit, mal drei Zuschauerfragen an die Frau, an die Fachfrau zu bekommen. Es wurde angefragt, kann man als Bürger helfen? Kann man zum Beispiel weniger waschen oder weniger auf die Toilette gehen oder weniger Wasser verschwenden? Würde das etwas helfen? Selbstverständlich würde das etwas helfen. Wir haben es zwar zurzeit im Griff, wir haben also auch die Stoßzeiten im Griff, wenn abends geduscht wird. Also die LKWs, die wir geordert haben, die auch bereitstehen, selbst wenn dieses System heute wieder erwarten, nicht funktioniert, stehen die rund um die Uhr bereit, dass wir es hinkriegen würden. Aber ich denke mal, jede Waschmaschine, die einfach noch eine Woche warten kann oder das Duschen, was vielleicht nie jeden Tag sein müsste, würde definitiv helfen, ja. Es gibt natürlich auch die Frage, wie kann so etwas passieren? Kann das jederzeit wieder passieren oder gibt es dann schon die Ursachensuche?
Also die Ursachensuche, wir haben ja zwei Schadstellen. An der ersten Schadstelle, das ist freigelegt. Dort haben wir das Material jetzt natürlich erstmal zur Begutachtung geschickt. Was ist da passiert? Schadstelle 2 ist ja noch unter der Erde. Wir haben uns aktuell noch nie dazu entschieden, das zu öffnen. Wir werden heute die Asphaltdecke lösen, da wir nötiges Material, falls es nur um einen Austausch von einer gewissen Rohrlänge geht, erst am Montag bekommen. Wir haben also deutschlandweit geordert, wo wir was herbekommen könnten. Haben wir uns dazu entschieden, weil zwei Druckleitungen nebeneinander liegen und es kann ja bei so einem Off-Backern auch durchaus mal was schief gehen, dass wir nie noch an der zweiten Leitung ein Problem kriegen, haben wir uns dazu entschieden, das erst am Montag zu machen. Und wenn wir am Montag die Schadstelle 2 geöffnet haben, werden wir eine Befahrung machen der ganzen Strecke und dann, denke ich, wissen, es ist wirklich nur punktuell mit den und dem Grund. Wir haben uns einfach Fachleute dazu geholt, die das Ganze sich anschauen und am Ende dann uns beraten, was wir machen müssen. Die ganze Sache ist natürlich ein riesiger Kostenfaktor. Wer bleibt auf dem ganzen Geld dann sitzen? Im ungünstigsten Falle wir. Aber ich sag mal, über das Geld mache ich mir erstmal keine Gedanken, sondern jetzt ging es hier erstmal darum, dass wir die Umwelt und die Menschen natürlich schützen. Das ist uns gelungen und da bin ich auch absolut dankbar, dass die Ergebnisse genauso aussehen, wie wir es uns erhofft haben. Das Wetter hat zum einen gut mitgespielt, aufgrund dieser Kälte waren kaum Geruchbelästigungen möglich. Aufgrund der Kälte war es allerdings, dass unsere Schläuche hier angefroren sind und man hat auch nicht immer die ganze Nacht durcharbeiten können. Also Fluch und Segen zugleich vom Wetter. Jetzt wird es am Wochenende ein Stück weit wärmer, so der Wetterbericht. Ist, denke ich, auch für die, die hier nachts arbeiten müssen, ein gutes Aufatmen.